Nennen Sie die Bereiche der Marktforschung. So fangen mehrteilige Prüfungsaufgaben oft an. Ja, zum ersten ist es dann so ein bisschen Reproduktion und dann in den weiteren Teilen B oder C kommt dann etwas zum Rechnen zum Beispiel oder etwas zum Selbstentwickeln. Aber hier ist zunächst mal im Prinzip Reproduktion gefragt, die Bereiche der Marktforschung. Wie immer legen wir uns die Aufgabe ein bisschen zurecht. Was heißt das, Bereich der Marktforschung? Ja, was erforscht denn die Marktforschung? Und was ist denn der Markt? Und was können wir hier mit Markt verknüpfen? Könnte das zum Beispiel sein, Marktforschung, dass wir die Marktstellung des Unternehmens erforschen? Ja, und damit haben wir schon die erste richtige Antwort. Marktforschung erforscht unter anderem die Marktstellung des Unternehmens. Ja, jetzt könnte man die nächste Frage hier anschließen. Wie kann man das jetzt tun? Was ist denn die Messgröße oder was sind die Messgrößen, um die Marktstellung des Unternehmens zu erforschen? Ja, das wäre dann eine Anschlussfrage. Ich will es kurz mündlich machen, weil ich mir hier selber das Stichwort gegeben habe. Marktstellung ist zum Beispiel das Image des Unternehmens, vor allem aber sein Marktanteil, seine Bekanntheit. Das sind schon mal drei Größen, die die Marktstellung des Unternehmens relativ gut eingrenzen. Und dann kommt es natürlich spezifisch darauf an, welches Unternehmen es ist, welche Branche und so weiter, für weitere Kenngrößen wäre zum Beispiel auch Weiterempfehlungsrate, wäre etwas, was die Marktstellung des Unternehmens kennzeichnen könnte. So, dann, was ist Markt noch? Auf dem Markt sind Kunden, sonst ist es kein Markt, ne? Also können wir sagen, es ist Bedarfsforschung. Was ist Bedarf? Bedarf ist ein mit Kaufkraft ausgestattetes Bedürfnis. Na, so sagt uns die VWL. Bedarfsforschung, oft auch in der Fortsetzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Ja, ob da noch weitere Bedarfe da sind über das, was wir bereits durch unsere Produkte oder Dienstleistungen abdecken. Dann ein ganz wichtiger Bereich der Marktforschung geht gar nicht in die Richtung Absatzmarkt, denn da haben wir jetzt automatisch dran gedacht. Ne? Ich habe gesagt, Markt, das sind ja Kunden. Ja, es gibt aber noch andere Märkte, nämlich den Beschaffungsmarkt. Und da sind wir bei der Beschaffungsmarktforschung. Ja, Sie sehen, wie man die Dinge verknüpfen kann mit dem Begriff, der vorkommen muss, wenn die Frage auftaucht. Wenn der Prüfer entweder schriftlich oder mündlich fragt, was sind Bereiche der Marktforschung, muss er den Begriff Marktforschung verwenden. Deswegen ist es klug, mit diesen Begriffen hier die Lösung zu verknüpfen. Also was ist Markt? Einmal natürlich der Absatzmarkt und dann sind wir bei der Bedarfsforschung. Aber auch der Beschaffungsmarkt, dann sind wir bei der Beschaffungsmarktforschung. Aber nicht nur. Es gibt ja auch einen, ja, wir nennen es so salopp Arbeitsmarkt. Etwas vornehmer würde man sagen Personalmarkt. Arbeitskräfte können knapp sein. Gute Arbeitskräfte sind knapp. Und ich glaube, dass sich diese Verknappung verschärfen wird, ehrlich gesagt. Also sind wir bei der Personalmarktforschung. Ja, da schauen wir, wo wir nicht nur jetzt, sondern auch, sagen wir, in 2, 3 Jahren unsere Leute herbekommen. Ja, wie sie ausgebildet sind und wo wir sie ansprechen können, wie wir sie ansprechen können. Das ist alles Personalmarktforschung. Da geht es um die zukünftigen Mitarbeiter und vielleicht auch um jetzigen Bedarf. So, immer noch Markt. Auf dem Markt sind wir in der Regel nicht alleine und damit sind wir bei der Konkurrenzforschung. Sie dürfen auch Mitbewerber, Forschung sagen. Ja, Branchenfreundforschung sagt man, glaube ich, nicht. Also die Branchenfreunde sind hier gemeint. Früher sagte man die Konkurrenz, dann wurde man vornehmer und sprach von Mitbewerbern.
Mitbewerber um den Kundenauftrag ist hier mit gemeint. Na, also Mitbewerberforschung könnte man hier auch sagen. Was machen die anderen denn so? Na, wie befriedigen sie die Bedarfe? Und was haben die so in der Pipeline vielleicht für zukünftige Bedarfe? Also Forschung ist ja der Versuch, irgendwie herauszufinden, was in Zukunft passieren könnte. Natürlich auch, was im Moment passiert, wenn man keine Klarheit hat, aber vor allem, was in der Zukunft passiert. So, und dann haben wir noch ganz allgemein die Konjunktur. Ich hätte das jetzt vielleicht hier nicht unbedingt gesagt, aber in der Lösung, die ich jetzt hier vorliegen habe, wird das hier noch genannt. Ich setze das mal ganz hier oben hin. Ich würde das wenn als letzten Punkt und ich würde es auch nur nennen, wenn wir nach 6 Punkten gefragt werden. Das ist ja oft so, ne? Nennen Sie 6 Bereiche oder so. Ne? Dann kann man hier noch sich die Konjunkturforschung aus den Rippen schneiden. Das ist so eine global-galaktische Sicht, ne? Dass man sagt hier, ja, der Markt hängt natürlich auch generell von den konjunkturellen Rahmenbedingungen ab. Und das würden wir im Bereich der Konjunkturforschung in den Mittelpunkt stellen. Was sind die konjunkturellen Rahmenbedingungen, Zinsniveau, Inflationsrate und so weiter. Ne? Wirtschaftswachstum, Kaufkraft, das wären Gegenstände der Konjunkturforschung. Ja, und je spezifischer wir dann natürlich auf unseren Markt eingehen können, Kaufkraft unserer Zielgruppe, desto besser ist es. So, das wären zunächst mal diese 6 Punkte, die man hier, oder 5 plus 1, die man hier zu nennen hat. Alles Gute, Marius Ebert.